Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Strickanleitung Almzauber, nicht Alpzauber, Almzauber. Und zwar wurde ich inspiriert vom Oktoberfest, das ja jedes Jahr auf der Theresienwiese stattfindet. Und ich wollte ein kleineres Tuch stricken, das perfekt zu den Dirndls passt. Und meistens ist es abends ja jetzt schon ein bisschen kühler und dann kann man ein so Schultertuch um die Schulter gut vertragen. Was für Material das ihr dazu benötigt, zeige ich euch jetzt. Und zwar benötigt ihr drei Knäuel von der Marke Eden Cottagian. Diese Wolle gibt es in unserem Webshop zu kaufen. Die Farbe heißt Estuary. Das ist hier dieses wunderschöne Blau. Davon benötigt ihr, wie gesagt, drei Knäuel. Ein Knäuel ist 50 Gramm schwer und hat eine Lauflänge von 200 Metern. Ich empfehle euch, damit ihr ein möglichst ähnliches Resultat bekommt, diese Wolle zu verwenden, aber natürlich könnt ihr selbstverständlich auch jedes andere Material dazu verwenden. Dann benötigt ihr eine Rundstricknadel und ganz wichtig, diese Zopfmusternadel. Diese Zopfmusternadeln sind etwa 8 bis 10 cm lang. Die bekommt man im Fachhandel zu kaufen. Ich habe hier und da mal, dass mir diese Nadel hier bricht. Dann habe ich dann hier nur ein kurzes Stück und kann die Rundstricknadel nicht mehr weiterverwenden. Dann nehme ich mir dieses Teil und stecke das in einen ganz gewöhnlichen Bleistiftspitzer, spitze mir hier die Spitze an, schleife es vielleicht noch ein bisschen mit einer Nagelfeile zurecht und überziehe dann das Ganze mit Klarsicht-Nagellack. Somit habe ich die kaputte Stricknadel wunderbar wieder verwertet und habe hier so eine tolle Zopfmusterstricknadel, die ich dann für die Zöpfe verwenden kann. Die Strickanleitung Almzauber bekommt ihr wie immer in meinem Online-Shop käuflich zu erwerben mit der passenden Wolle. Dieses wunderbare Zopfmustertuch mit der wunderschönen Kante ist wirklich ein Hingucker und gar nicht so schwer zu stricken. Wie man nun diese Zopfmusterborte strickt, das zeige ich euch nun gleich. Zopfmuster schauen eigentlich ganz kompliziert aus, sind aber in Wirklichkeit einfach zu stricken. Wie das in diesem Falle geht, zeige ich euch jetzt bei diesem Tuch. Und zwar habe ich mir jetzt das Muster bereits bis hierhin gestrickt, wo jetzt das Zopfmuster beginnt. Ich markiere mir das immer mit Maschenmarkierer, damit ich genau weiß, wo der Musterrapport aufhört und endet. In diesem Falle gibt es hier noch vor dem Zopfmuster noch zwei rechte Maschen rechts zu stricken, der Maschenmarkierer. Und nun bin ich, wie gesagt, hier beim Zopfmuster. Wie ihr sehen könnt, ist
Der erste Teil des Zopfmusters ist nach rechts geneigt. Ihr könnt das hier sehen. Ich muss mal schauen, ob ich das noch ein bisschen näher. Genau so. Hier zeigt diese Reihe nach rechts. Wenn ich ein Zopfmuster nach rechts geneigt stricken möchte, gehe ich wie folgt vor. Und zwar muss ich hier noch den Faden. Und zwar nehme ich mir hier so eine kleine Zopfmusternadel zur Hilfe und dann schiebe ich oder hebe, das ist ein bisschen schwierig hier unter der Kamera, drei Maschen hebe ich auf diese Zopfmusternadel ab. Also das heißt, ich habe hier meine Strickarbeit, hier die drei Maschen und hier die zweiten drei Maschen des Zopfes. Dann lege ich diese Zopfmusternadel hinter die Arbeit. Also das heißt, ich habe hier rechts, links meine Stricknadel, hier hinten die drei Maschen, die ich abgehoben habe. Dann stricke ich zuerst die drei Maschen, die auf der linken Seite, von der linken Seite des Zopfes. Dann nehme ich die Zopfmusternadel mit den abgehobenen Maschen nach links und stricke dann diese drei abgehobenen Maschen von der Nadel nochmal rechts. Dann nehme ich diese Zopfmusternadel weg. Jetzt kann man hier ganz gut sehen, wie sich die Maschen auf die rechte Seite verkreuzen. Dann gehe ich eine Masche weiter und komme dann hier zum zweiten Zopf und der ist nach links verkreuzt. Also der erste war nach rechts und dieser geht nun nach links. Wenn ich nach links verzopfe, gehe ich wie folgt vor. Und zwar nehme ich wieder meine Zopfmusternadel, hebe wieder die ersten drei Maschen vom Zopf ab und lege diese dann vor die Arbeit. Also hier vor die Arbeit, nicht nach hinten. Dann stricke ich wieder die drei Maschen, die zweiten drei Maschen vom Zopf und nehme dann die drei Maschen mit von der Zopfmusternadel und stricke die ebenfalls rechts. Dann die Nadel wieder. Könnt ihr wieder weglegen und dann seht ihr hier, wie der Zopf nach links geht. Dann könnt ihr wie gewohnt weiter stricken. Dieses Tuch hat noch eine weitere Spezialität und zwar, wie vorhin schon erwähnt, ist das Tuch in zwei Teilen gestrickt, also zuerst der Rippenteil und danach wird hier dieses Zopfmuster mit der Lace-Borte angestrickt. Dazu schlagt ihr 27 Maschen auf einer separaten Nadel an. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr eine Masche von den stillgelegten Maschen dazu
Dann habt ihr total 28 Maschen auf der Nadel. Dann wendet ihr die Arbeit und strickt alles rechte Maschen zurück. Die Randmasche wird links abgehoben, wie zum Linksstricken. Wie das ausschaut, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier schon den größten Teil des Musters gestrickt, bin schon nun fast am Ende. Und zwar sieht das nachher wie folgt aus. Also wenn ihr die erste Reihe, also die 28 Maschen Rückseite rechts gestrickt, dann kommt ihr wieder auf die Vorderseite und dann beginnt ihr mit dem Lace-Muster hier gemäß dieser Anleitung. Ihr strickt dann die Maschen gemäß den Symbolen. Wenn ihr dann 27 Maschen nach den Symbolen gestrickt habt, strickt ihr die letzte Masche. Das ist die letzte Masche des Musters. Und hier die erste Masche der stillgelegten Maschen des Tuches zusammen. Das heißt, ihr strickt hier am Ende zwei Maschen rechts zusammen. Dann habt ihr die Borte mit dem Tuch zusammengestrickt. Wendet die Arbeit, legt den Faden hinter die Arbeit und strickt die erste Masche rechts ab. Zieht die schön stramm an, damit es hier dann kein Loch gibt. Und nachher könnt ihr wie gewohnt diese Maschen dann zurückstricken bis ans Ende. Die letzte Masche wird links abgehoben wie zum Linksstricken und dann könnt ihr so mit dem Muster fortfahren, bis ihr am Ende hier wie hier am Tuch angelangt seid und dann alle Maschen rechts abketten. Dein wunderschönes Lace-Tuch ist nun fertig gestrickt. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Freude gemacht mit dieser Anleitung und ich würde mich freuen, dich bald wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen.